Schneeballzielwurf, Eisstockschießen und Rodeln. Landeswinterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RAV Aktuell. Friedrichsbrunn steht 2 Tage lang ganz im Zeichen des Wintersports. Kinder mit Behinderung aus dem gesamten Harzkreis versammeln sich an verschiedenen Plätzen im Ort, um sich in Wettkämpfen gegeneinander zu messen. Und wir waren für sie mal dabei. Bereits zum 22. Mal treffen sich Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen in Friedrichsbrunn, um bei den Landeswinterspielen des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes Sachsen-Anhalt gegeneinander anzutreten. Neben den sportlichen Wettkämpfen steht auch das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt. Fast 500 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diesmal mit dabei. Obwohl viele von ihnen die Veranstaltung schon kennen, ist es für sie immer wieder ein Höhepunkt des Jahres. Auf dem Schützenplatz gibt es neben den altbewährten Disziplinen auch ein ganz neues Angebot. Mit Unterstützung der kommunalen Beschäftigungsagentur und des VHS-Bildungswerkes sind tolle Spielgeräte entstanden, die bei der Spaß-Olympiade zum Einsatz kommen. Mit viel Eifer treten die Kinder trotz eisiger Kälte gegeneinander an. Den Mädchen und Jungen macht das winterliche Treiben sichtlich Spaß. Ich habe Eisstockwerfen gemacht. Dann haben wir Schneeball-Zielwurf gemacht und dann wollen wir jetzt hier noch holen. Hat ganz viel Spaß gemacht. Und heute habe ich noch dieses Schneeballwerfen da gemacht. Dann haben wir noch gegessen und dann haben wir heute Ruhe gemacht. Erst haben wir Schneeballwurf gemacht, dann wollen wir essen, dann sind wir noch Wettbewerb in Schneeballwaldwurf und dann sind wir noch in der, dann sind wir noch Eisstockwerfen gegangen. Zum Aufwärmen gibt es leckere Suppe mit Würstchen. Frisch gestärkt geht es dann weiter zu den nächsten Stationen. Auf dem Schützenplatz ist mächtig was los. Es gibt aber noch mehr Stationen, wo die Kinder toben, spielen und Spaß haben können. Zum Beispiel auf dem Rodelberg. Und was da los ist, das sehen wir uns jetzt an. Um Unfälle zu vermeiden, wird auf einem eher kleinen Abhang gerodelt. Dank der Unterstützung vieler fleißiger Helferinnen und Helfer wird die Abfahrt mit dem Schlitten für viele Teilnehmer zum Höhepunkt des Tages. Immer wieder fahren die Kinder den kleinen Berg hinab. Die Zeit wird gestoppt, um die Gewinner zu ermitteln. Ich bin Schlitten gefahren und so wie es aussieht, war ich der Schnellste. Ich bin gerade Schlitten gefahren. Und, hat Spaß gemacht? Ja. Willst du nochmal? Diesmal haben die Kinder und Jugendlichen Glück, denn nicht immer liegt so viel Schnee wie in diesem Jahr. Doch diesmal bedeckt die weiße Pracht den gesamten Ort und so machen die Winterspiele doppelt Spaß. Alle sind begeistert. Nachdem die Kinder an den verschiedenen Stationen beim Wintersport ausgiebig ihren Spaß hatten, geht's nun zum Aufwärmen ins Gemeinschaftshaus. Im Gemeinschaftshaus ist es warm und nach den anstrengenden Sportwettkämpfen haben sich die Mädchen und Jungen eine Pause verdient. Ausgelassen und fröhlich toben sie herum. Das waren die Winterspiele in Friedrichsbrunn für dieses Jahr. Auch im nächsten Jahr wird es wieder welche geben und die Kinder freuen sich schon jetzt wahnsinnig darauf. Dank der guten Vorbereitung und Organisation der Veranstalter sind die Winterspiele für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in Friedrichsbrunn auch diesmal wieder ein voller Erfolg.